Moin Freunde, willkommen zu einem kleinen, feinen Infovideo meinerseits. Ja, wollte euch Bescheid geben. Ich habe mit der Degusta-Box gesprochen, weil ja DHL ja meinte, würde ja nicht die Lieferungen, Bedingungen bestimmen, wobei es Quatsch mit Soße ist. Jetzt habe ich das so gemacht, die DHL schickt das zu meiner Adresse. Falls ich nicht zu Hause sein sollte, bringen die das zu der Filiale und holen das dann ab am nächsten Tag. Die werden das am 2. Dezember, ich wollte gerade September sagen, am 2. Dezember schicken sie los, weil die noch auf ein Produkt gewartet haben. Und wenn dann wird das spätestens so 3., 4., 5. Dezember angeboxt. Tut mir leid, dass das ein bisschen zu lange gedauert hat dieses Mal. Weil, wie gesagt, DHL hat Scheiße gebaut, keine Grüße gehen raus. Bedingungen. Kann ich ja nochmal nachlesen. Einen Moment, ich bin wieder mal sehr gut vorbereitet, aber so weit von gut vorbereitet. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So gut vorbereitet bin ich nämlich gar nicht. Entschuldigt. Ja, in Zustellung, ja. Paketstation, bla bla bla. Wenn ich das hier noch lesen kann, heißt das, entschuldigt. Gedicketeln ist ja klar, die kam an. Kann ich jetzt leider nicht mehr nachlesen. Nee, geht leider nicht mehr. Wie gesagt, die haben Scheiße gebaut. Habe ich ja im letzten Infovideo schon mehr dazu gesagt. Und ich wollte euch noch informieren, am Samstag, den 30.11. 20 Uhr Livestream. Da wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Eurotruck gezockt. Ihr könnt mir jetzt hier in diesem Infovideo mal ein paar Themen vorschlagen. Fragen, eine FAQ vielleicht. Ein Thema vorschlagen, was euch interessiert. Zum Beispiel, was ich sammle, wie meine Arbeit ist. Bis auf Ärzte darf ich alles sagen, weil es ist ja ärztliche Schweigepflicht. Da bin ich auch mitgebunden. Aber welche Orte und sowas, das kann ich euch gerne erzählen. Oder was unterwegs mir so passiert. Das ist einiges. Das wird wow. Also ich habe schon mehrmals zum Kollegen gesagt, zur Kollegin, ich hätte schon mindestens 3 Bücher schreiben können. Das Leben eines Kurierfahrers. Da wäre ich mir schon Millionär geworden. Was mir unterwegs alles passiert. Viel Lustiges und viel sehr, sehr Ärgerliches. Aber ihr könnt ja gerne in den Kommentar schreiben, ein Thema, eine Frage, wenn ich die beantworten kann und darf, kein Problem. Ja, das war's erstmal mit dem Infovideo. Bis dahin, euer Bot ist raus, bis zum nächsten Mal. Adios!